Frauen, die dich nicht attraktiv finden, sind lesbisch. Frauen, die dir nicht sofort um den Hals fallen, wenn sie dich sehen, sind enorm stark und widerstandsfähig. Frauen, die sich nicht insgeheim ein Kind von dir wünschen, wissen nicht, wie wichtig ausgezeichnetes Genmaterial ist. Frauen, die abweisend auf dich reagieren, haben einfach nur einen schlechten Tag. Frauen, die ihren Freund nicht für dich sitzen lassen würden, stehen eben nur auf Langweiler. Frauen, die nicht sofort an Sex denken, wenn sie nur deinen Namen hören, sind frigide. Und Frauen, die dich gar nicht kennen, liegen nachts im Bett und träumen von einem Mann genau wie dir. Ich persönlich halte diese Denkweise nicht im geringsten für anmaßend oder arrogant. Sie spiegelt lediglich gesundes Selbstwertgefühl wider und ist Ausdruck einer selbstbestimmten sowie anspruchsvollen Art zu leben. Viel zu viele Männer zweifeln einfach viel zu viel und lassen sich von falschen Autoritäten in eine rein reaktionäre Rolle hineinzwängen, anstatt die proaktive und schöpferische Hauptrolle in ihrem Leben einzunehmen. Selbstbewusster gegenüber Frauen zu werden, hat nichts mit auswendig gelernten Sprüchen, nichts mit selbstsüchtigem Proletengehabe und nichts mit manipulativen Tricks zu tun. Durchschnittsfrauen sind relativ schnell zu beeindrucken, schnell umzustimmen und schnell emotional zu berühren. Du wirst mir zustimmen, wenn ich behaupte, dass schöne und begehrenswerte Frauen in deinem Umfeld viele Männer interessant finden bzw. starkes Interesse an neuen Männerbekanntschaften haben. Dies hat damit zu tun, dass Frauen unbewusst stets versuchen, ihr Idealbild eines Mannes zu zeichnen, sobald dieser sie in irgendeiner Form beeindruckt und emotional berührt hat. Dieses Idealbild existiert nur in ihrer Fantasie und gleicht einer Welt aus Zuckerguss, in der sämtliche Gebäude und Abläufe mit Feenstaub berieselt werden. Der Mann jedoch wird früher oder später, ob er es will oder nicht, dieses Idealbild beschmutzen, ganz einfach indem er rational handelt. Viele Männer denken nun, man könne es Frauen einfach nicht recht machen. Dem ist aber nicht so, denn Frauen brauchen dieses emotionale Auf und Ab wie die Luft zum Atmen. Wenn ich also sage, dass Frauen schnell zu beeindrucken sind, so heißt das auch, dass sie sich genauso schnell von dir gelangweilt, enttäuscht und betrogen fühlen. Wenn du nämlich künstliches und aufgesetztes Selbstbewusstsein nicht langfristig liefern und bestätigen kannst. Du siehst also, es geht hier nicht vordergründig um den Akt der Eroberung einer Frau, sondern vielmehr um deine tatsächliche Persönlichkeit und deinen souveränen Lebensstil. Eine Frau wird dich langfristig als selbstbewusst wahrnehmen, wenn du in der Lage bist, sie wie der Kapitän eines fünfmastigen Segelschiffes sicher und entspannt durch ihr emotionales Fahrwasser zu steuern. Dies heißt nichts anderes, als dass du den Fokus nicht auf das sehr subjektive Konstrukt der weiblichen Ansprüche an einen Mann legen solltest. Diese Ansprüche sind auf der Ebene der weiblichen Wahrnehmung so irreal, dass du Männlichkeit und Attraktivität verlierst, wenn du sie für erstrebenswert hältst und krampfhaft versuchst zu erfüllen. Frauen selbst sind meist nicht in der Lage, ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Maßstäbe an Männer in Worte zu fassen bzw. in der Praxis anzuwenden. Überaus oft sogar handeln sie exakt entgegen ihren Vorsätzen und entgegen dem, was sie vorgeben zu mögen bzw. zu wollen. So und nicht anders kommen dann auch häufige Aussagen wie die folgenden zustande. Eigentlich stehe ich auf solche Typen überhaupt nicht, aber der ist echt anders. Oder ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Sowas passiert mir sonst nie. Oder auch, der ist so gemein, aber ich kann einfach nicht ohne ihn. Okay, ich glaube, du weißt, was ich meine. Frauen mangelt es schlichtweg an Prioritäten und vernunftbasierten Handlungsreiz. Sie handeln und denken fast ausschließlich auf der Gefühlsebene. Das jedoch macht sie nicht unterlegen oder schon gar nicht minderwertig, sondern eben ausgleichend und vervollständigend der maskulinen Rationalität gegenüber. Reden wir also von Selbstbewusstsein oder auch Selbstvertrauen gegenüber Frauen, so heißt es für dich nichts anderes, als dass du dein unverfälschtes Männlichkeitsbewusstsein auszudrücken hast. Dieses Bewusstsein baust du auf, wenn für dich Dinge wie Selbstwertgefühl, Streben nach Wissen und Fortschritt, Unbestechlichkeit, Idealismus und Sittlichkeit von oberster Priorität sind. Wie du siehst, tauchen Moralismus und Liberalismus in dieser Aufzählung ausdrücklich nicht auf. In der Praxis sieht das so aus. Lernst du irgendwo eine Frau kennen, so gibst du dich natürlich erstmal als tiefenentspannter und gut gelaunter Lebemann, der primär nicht ihre Gunst und Bestätigung im Sinn hat, sondern zuallererst seinen eigenen Kurzweil. Im Verlauf des Kennenlernens entscheidest du dann, ob sie deinen Anforderungen gewachsen ist. Denk daran, dass ihre Reaktion sehr subjektiv und ihre Urteilsfähigkeit über dich stark eingeschränkt ist. Behalte außerdem im Hinterkopf, dass sie sowieso auf dich stehen würde, wenn sie dich genauer kennt.
Später dann, sollte es zu einem Wiedersehen und weiteren Treffen kommen, stellst du ihr deine erfolgsorientierte Lebensweise und deinen solide strukturierten Alltag unter Beweis. Du machst ihr deutlich, dass du ein anspruchsvoller Mann bist, der sich nicht mit Mittelmaß zufrieden gibt und der in der Lage ist, den Spaß- und Spannungsfaktor für die Frau auf hohem Niveau zu halten. Mach dir bewusst, dass du der Frau jederzeit den Laufpass geben kannst und dass sie wahrscheinlich eines der am Anfang genannten Probleme hat, sollte sie abweisend auf dich reagieren.